Bernd Buttke, Reich 50. Bernie, halt durch, wir sind dominante da. Dominante Abdominalschmerzen, Schlag im Oberbauch. Das wird nicht so, wir müssen. Da kannst du einen auflassen. Kreislauf? 160 zu 100, Puls 115. Wir sitzen so ganz gemütlich vorm Fernseher, der klingelt an der Tür. Frau Buttke, Reich, bitte. Bernie, Bernie. Was ist ein Verdacht? Na ja, mal sehen, was die Sonographie sagt. Die Schmerzen jedenfalls in echt. B1. Belegt. Schockraum. Schock. Wissen Sie, wer vor der Tür steht? Unser Nachbar, dieser Hein Blöd. War ja klar, dass der wieder die Nummer abziehen musste. Und plötzlich haut der mal Bernie einfach eine rein, ohne Vorwarnung. Nirgends ist man vor den zwei Sicherheim, man muss der Sturm machen. Wir wollten ja schon ausziehen, aber eine neue Wohnung ist einfach nicht drin. Wir sind Türrentner, verstehen Sie? Tür. Blutdruck 175 zu 105, Puls 120. Herr Buttgereit, können Sie mich hören? Brauchst du mich noch? Nein. Herr Buttgereit, können Sie mir genau sagen, wo der Schmerz sitzt? Hier so. Und? Ja, was und? Sag bloß, du hast einen Brief noch nicht gelesen. Was ist denn für ein Brief? Ah, nein, klar. Entschuldigung, nein, es war so viel los, ich kam noch nicht dazu. Ich brauche es jetzt auch nicht aufzumachen. Wir können Sachen auch so besprechen. Nein, es interessiert mich wirklich. Ich möchte ihn gerne lesen. Jetzt sag einfach ja. Wozu? Zu einer Einladung. Wann? Morgen Vormittag. Entschuldige, ich habe Nachtschicht, ich muss ausschlafen. Komm, du hast morgen die ganze Nacht frei. Du willst mich nur bestrafen, weil ich den blöden Brief noch nicht gelesen habe. Ich will dich überhaupt nicht bestrafen, ich will mich mit dir amüsieren, also. Okay. Erich, komm, Messerstecherei auf der Schanze. Ich komm gleich. Und? Ja. Ja, was ja? Ich liebe dich. So, nee, das war jetzt der letzte abgestandene Kaffee in diesem Laden. Das glaube ich kaum, es sei denn, Sie wollen auf Tee umsteigen. In der Kasse sieht es ziemlich mau aus. Wissen Sie was? Behalten Sie Ihr mühselig Erspartes. Ich habe einen Mäzen gefunden. Einen Mäzen? Ja, einen Fischhändler mit Herz fürs Alpha-Team. Ich hoffe, Sie kaufen was Ordentliches dafür. Oh. Das sind ja mindestens 600 Euro. Ach was. Sie gehen auf den Christopher Street Day? Lassen Sie mich rechtzeitig wissen, auf welchem Wagen Sie tanzen. Das würde ich mir sehr gerne ansehen. Aber nur, wenn Sie sich vorher den Stock aus dem Arsch ziehen. Schwer gewöhnungsbedürftig, der Mann. Ich glaube, der gibt erst Ruhe, wenn er hier der Boss ist. Was ist denn echt? B1. Belegt. Schockraum. Schock. Wissen Sie, wer vor der Tür steht? Unser Nachbar, dieser Hein Blöd. War ja klar, dass der die Nummer abziehen musste. Und plötzlich haut der Mann Bernie einfach eine rein, ohne Vorwarnung. Nirgends ist man vor den zwei Sicherheim, man muss der Sturm machen. Wir wollten ja schon ausziehen, aber eine neue Wohnung ist einfach nicht drin. Wir sind Türrentner, verstehen Sie? Tür. Blutdruck 175 zu 105. Nee, das war jetzt der letzte abgestandene Kaffee in diesem Laden. Das glaube ich kaum, es sei denn, Sie wollen auf Tee umsteigen. In der Kasse sieht es ziemlich mau aus. Wissen Sie was? Behalten Sie Ihr mühselig Erspartes. Puls 120. Herr Buttgereit, können Sie mich hören? Brauchst du mich noch? Nein. Herr Buttgereit, können Sie mir genau sagen, wo der Schmerz sitzt? Hier so. Und? Ja, was und? Sag bloß, du hast einen Brief noch nicht gelesen. Was ist denn für ein Brief? Nein, klar. Entschuldigung, nein, es war so viel los, ich kam noch nicht dazu. Ich brauche es jetzt auch nicht aufzumachen. Wir können Sachen auch so besprechen. Nein. Bernd Buttke, Reich 50. Bernie, halt durch, wir sind dominante da. Dominante Abdominalschmerzen, Schlag im Oberbauch. Das wird nicht so, wir müssen. Da kannst du einen auflassen. Kreislauf? 160 zu 100, Puls 115. Wir sitzen so ganz gemütlich vorm Fernseher, der klingelt an der Tür. Frau Buttke, Reich, bitte. Bernie. Was, ein Verdacht? Na ja, mal sehen, was die Sonographie sagt. Die Schmerzen jedenfalls. Das interessiert mich wirklich. Ich möchte ihn gerne lesen. Jetzt sag einfach ja. Wozu? Zu einer Einladung. Wann? Morgen Vormittag. Entschuldige, ich habe Nachtschicht, ich muss ausschlafen. Komm, du hast morgen die ganze Nacht frei. Du willst mich nur bestrafen, weil ich den blöden Brief noch nicht gelesen habe. Ich will dich überhaupt nicht bestrafen, ich will mich mit dir amüsieren, also. Okay. Erich, komm, Messerstecherei auf der Schanze. Ich komm gleich. Und? Ja. Ja, was ja? Ich liebe dich.